Willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Wir sind immer noch in Schandstadt. Das Gebiet brauchte ein bisschen, es zu erkunden. Aber wir sind trotzdem komplett fertig geworden im letzten Part. Und auf dem Weg nach unten zurück habe ich noch die allerletzten Dinge eingesammelt, die gefehlt haben. Und die blende ich euch jetzt ein. Tada! Okay, hier auf dem Weg habe ich in Schandstadt noch etwas gefunden. Das ist sehr hier in der Nähe von wo das fette Teil war und man dann die Pyromantie-Schriftrolle gefunden hat. Das ist ja auch auf dem Weg. Da hinten ist dieses Geheimpfad und direkt quasi hier beim Ausgang, wo man da rauskommt, ist so eine Leiter, die führt ganz, ganz weit nach oben. Und vor dahin, wo dieser eine Sniper gestanden hat. Den könnte man dann hier von hinten überraschen. Und hier oben hat man dann letztlich ein paar Optionen. Hauptsächlich geht's hier lang. Nochmal in ein Ort rein. Und da schauen wir mal, was sich jetzt entdecken lässt. Ach du Scheiße. Das ist ja eine ganz fiese Falle, der Weg hier. Weil hier rutscht man dann und rutscht in das Vieh rein. Und ich glaube, wenn das Vieh nicht da ist, könnte es sogar sein, man rutscht runter und stirbt. Möchte ich jetzt nicht ausprobieren unbedingt. Kann aber sein, man landet einfach auf dem Vorsprung. Ist mir allerdings zu heikel. Und zu guter Letzt möchte ich natürlich noch das hier holen. Für ein vorsichtiges Landen von hier funktionieren sollte. Eine Peitsche kriege ich da. So, und jetzt bin ich fast gewählt, in den Tour zu springen, um ehrlich zu sein. Dann, wie ich von hier jetzt wieder irgendwo rankomme. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber vielleicht. Scheiße, ich bin zu weit. Oder? Nein, ich konnte noch in der Ecke der Kante landen. So, und das ist ja dann einfach hier der Ausgang. Ins normale Schandstadt. Das heißt, das hier sollten wir noch gesehen haben. So, und nachdem wir das gesehen haben, machen wir jetzt hier unten weiter und da haben wir uns jetzt die Möglichkeit, den Baum anzusehen. Also die Seite mit der Wurzel da hinten. Der Baum. Oder die Seite mit dem Und ehrlich gesagt mag ich die Seite hier rüber. Beziehungsweise ich weiß einfach, dass da ein Boss auf uns wartet und deswegen gehe ich da jetzt rein. Wenn ich das alles auslösen würde. Aber gut, ich glaube nicht, die ist best in mir hier reinfallen. Milas Sphäre ist hier. Ein Boss, an den ich mich noch gut erinnere, als ich damals ein Let's Play geschaut habe. Und ihr werdet auch erfahren, warum.
Okay, also ich kann, wenn ich die in Ruhe lasse, kann ich verhindern, dass du da das Zeug rausgespritzt kommt? Tor? Fragezeichen. Beiden Händen halten. Famose Kiste. Ich habe keine Ahnung, was sie meinen. Aber da jetzt durch den Giftstoff durch sind, schauen wir mal. Moment, das konnte ich nicht tragen. Sowas. 53,1. Das müsste so ideal sein. Wie ist meine Feuerresistenz jetzt? Keine Ahnung. Kann ich schwer was entnehmen aus der Zahl. Hier ist ein cooler Spinnenbus und eine entfernte Verwandte von mir. Oh, YouTube-Monetarisierung ist weg. Naja. Braucht ihn kein Mensch. Chaos Hexe Kulak ist der Boss. Okay, und sie kotzt erstmal. Sie hat ein kleines Klonenschwert. Fast so geil wie der Rest von. Ja. Ich glaube, die wird mir wenig Probleme bereiten mit meiner Superwaffe. Ah, deswegen mit beiden Händen halten, weil man bei der Gruppe nicht abzuwarten braucht. Obwohl. Ehrlich gesagt. Machen wir ein Schild, der hat ein Gefeuer. Und wer? Okay, ich setze Flammenwurf ein. Kann man aber gut angreifen. Was ist das für ein leichter Boss, bitte? Den könnte ich ja vor allen Dingen noch mit dem Bogen total schießen, so langsam wie die ist. Okay, das war nicht gut. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Okay. Drinstehen ist eine schlechte Idee. Der hat der Spinne gerade auf den Kopf getätschelt. Die Lava bleibt aber permanent da, oder was? Das heißt, umso länger der Kampf dann dauert, umso mehr Probleme könnte man haben. Nee, tut nicht, die Lava verschwindet mir sehr spät. Und dann bin ich wenig beeindruckt. Ich hab die Wuppe zu dir. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Gut, die Lava ist weg, ich muss rennen. Thank you.
weiß jetzt nicht, wie gefährlich die Lava-Pools sind, aber... Sie ist dort. Das war ja erbärmlich. Siehe, Hexentochter Quina. Also da habe ich gezeigt, wer die wahre Stormin ist. Doppelmenschlichkeit. Und ich drücke B, um okay zu machen, aber irgendwie passiert nichts. Ich kann nichts wegdrücken. Ich kann noch nicht mehr ausweichen. Ich glaube, mein rechter Joy-Con ist mal wieder im Arsch. Ja. Mein rechter Joy-Con ist zwar an, aber er reagiert auf keine Inputs. Was mache ich denn da? Hallo? Okay, ich habe ihn neu angemacht, dann ging das. Ich habe jetzt aber auch sonst nichts bekommen von ihr. Geschafft, ja, war nicht schwer, ehrlich gesagt. Nochmal geschafft. Die Rückzeit, die Sonne sind, die haben alle null Bewertungen, weil der Boss viel zu einfach ist. Das ist so ein Blatt. Na gut, ich habe auch die Ultra Armor jetzt wieder ausgerüstet, also. Wer weiß. Hier, ja, blind bin ich auch nicht. Ach! Das zweite Glöckchen ist es. Deswegen habe ich Glockenläuten gehört. Dann haben wir endlich mal die zweite Glocke geschafft. Und damit müsste uns der Weg nach Anolundu geebnet sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, da ist die Kirche. Was ist das? Schön dicker Dude. Er steht da oben und macht, zieht das Tor an der Kette auf. Und jetzt kriege ich einen Heimkehrknochen. Das Blöde ist, selbst wenn ich den benutzen würde, würde ich ja nur an das Bonfire kommen. In Schandstadt und ich will ungern nochmal durch ganz Schandstadt laufen. Ein Shortcut hätte ich jetzt gern oder sowas. Pass auf, Freude. Das ist eine Fake-Wand. Das ist kein Aufzug. Bevor ich zur Fake-Wand gehe, gehe ich mal kurz hier rein. Dämonenruine. Bonfire. Da hinten ist irgendwas Widerliches. Setz mich mal ran, dann respawn ich lieber hier als sonst wo. Und was ist der andere? Wie? Zufluchtsort. Da ist ja noch ein Bonfire.
Oh dear, what have we here? Are you a new servant? Yes, but you have no eggs. Ha, no matter. Go along and have audience with our fair lady. I pray that you will mind your manners. Ist die auch so hot wie die anderen? Also, den Sang neben möchte ich nicht haben. Da kommt ja kaum. Okay, die Wand ist echt. Ja. Die Haarfarbe ist zwar weniger ansprechend als von Kulak, aber. Oh. Wo kann ich den Estus-Flakon verstärken? Aktuellen Eid widerrufen und diesen Eid leisten? Will ich der heißen Spinnenfrau dienen? Ja, aber aus sowas Gründen will ich das. Keine Ahnung, was ist noch zu vergessen? Oh. Keine Ahnung, was es sonst noch so für Eide gibt, aber das klingt auf jeden Fall schon mal sehr verlockend. Redet sie jetzt mit mir? Nein. Vielleicht muss ich erst das Bond bei Menschlichkeit doppeln. Ich hab eine, ne? Okay. Ich kann nicht mit ihr sprechen. Die sieht ein bisschen krank aus. Also ich meine, im Vergleich zu der, die wir gekämpft haben, sieht die so aus, als ist die ein bisschen. Es geht es nicht so gut. Ich verstehe sie nur leider nicht. Diener des Chaos ist das. Das klingt doch super. Außerdem hat sie mir einen Feuerball gegeben. Großer Chaos-Feuerball. Okay, ich habe ja sonst nichts Gutes. Oh, den kann ich nicht equippen. Weil es zwei Slots verbraucht. Aber ich habe Seelen und kann damit einen zusätzlichen Slot bekommen. Ein Level Up ginge noch. Brauche ich mal Intelligenz, wenn ich jetzt ein paar Zauber benutze. So, vier Slots, Zauberei einstimmen und jetzt geht der große Chaos-Feuerball. Und ansonsten, soll ich mal Menschlichkeit da bieten? Vielleicht muss ich das machen, dann kann ich wieder reden. Drei ist das Maximum, was geht. Ja, nimm. Ach so, weil. Oh. Du hast deinen Eid vertieft. Wenn ich halt verstehen würde, was sie sagt, wäre das sehr nice. Are you prepared to dedicate yourself to our fair lady? Then I will make available whatever you require. If you need something, ask me first. Was? Was ist denn ein Wandel? Ah, der kann. Liste der Diener. Hilft Liste der Diener? Der Tochter des Chaos? Keine Ahnung, ist billig, das will ich mir mal. There is no time for idle chat. Think only of our fair lady and what she may need.
there is nothing to say to you, except if you lay a hand on the fair lady, you should be prepared to face my wrath. Okay. Ich glaube, das muss ich mir, glaube ich, mal durchlesen, was das jetzt genau bringt und ob das jetzt eine gute Idee war oder nicht. Da komme ich schon mal nicht durch. Okay, dann habe ich kein... Ich hatte gehofft, dann gibt es hier einen Shortcut oder so. Jetzt habe ich aber meine Menschlichkeit gegeben, das ist blöd. Wisst ihr was? Ich schaue jetzt mal nach, was das bringt, weil bevor ich jetzt hier wegrenne und dann muss ich nach Schönstadt zurückgehen, um das zu schauen, dann gucke ich lieber mal nach, was dieser Eid jetzt tut und ob ich die irgendwie zum Reden bringen kann, wenn ich genug Menschlichkeit gebe. Oder ob es da noch neue Zauber gibt oder so. Das schaue ich jetzt mal nach. Okay. Ich habe gerade nachgelesen und, oh Gott, da ist sehr viel Stuff am Happenen. Anscheinend, also nach dem, was ich jetzt in Erfahrung gebracht habe. You again. There is nothing to accept fusion. Nichts zum Kampf von Football. Nach dem, was ich gelesen habe, da ist eine Tür, die scheinbar irgendwie einen Shortcut öffnet in ein weiteres Gebiet. Und auf der anderen Seite der Tür sind Gegner, die droppen ein Item und das kann ich dann auf sehr umständliche Weise zu einem Item umtauschen, wo ich einen Ring bekomme und dann kann ich mit ihr reden. Und um die Tür zu öffnen, muss man ihr 30 Menschlichkeit überreichen. Und naja, das wäre der erste Schritt. Ich habe mir jetzt schon 3 gegeben. Und ich habe 28 hier. Soll ich das machen? Komm, ich mach's mal. Das wäre doch eine coole Sache. Ich wüsste eh nicht, wozu ich das einsetzen soll sonst. Und das scheint wohl auch irgendwie hier zu helfen. Also tatsächlich, ich habe beim Lesen auch irgendwie so ein bisschen Words herausgefunden, keine Ahnung, ob man die erfährt, wenn man den Covenant levelt. So, ich habe jetzt erstmal... erstmal 10. Wenn ich ihr jetzt 7 gebe... Eid vertieft und höhere Ebene erreicht. Aber ich kann immer noch nicht mit dir reden. Are you in need already? Well, anything for the fair lady. What do you want? Er hat auch nichts zum Verkauf verfügbar, trotz allem. Ich dachte, der kriegt vielleicht neue Items. Auf jeden Fall soll es etwas geben, wenn man ihr 30 gibt. Ist zwar sehr schade. Ich werde mal einsetzen und dann mal schauen, wie meine Beutemöglichkeit sich verändert. Auf jeden Fall sehr wieder Software diesen einen. Aber ich fand das so eine Sache. Sache. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ich kann außerdem mal schauen, dieses Item. Was ich gekauft habe von ihm. Liste der Dealer. 안, 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 안,
Ihr Geschenke, wie kriegt man denn bitte 54.000 davon? Ich glaube, er hat da doch bestimmt gecheatet, oder? Ich kann hier draufklicken, dann zeigt es mir, wie viel ich gegeben habe. Zeigt es dann auch meinen Rang? Warum dauert es so lange zu prüfen, wie viel ich gegeben habe? Meine Daten konnten nicht gefunden werden. Oh, das lassen wir mal. Okay, ich hab ja gezählt, ich hab 10 gegeben, jetzt müsste ich 30 haben. Und ich kriege Pyro-Chaos-Sturm. Und das soll jetzt auch noch die Tür da öffnen. Are you prepared to dedicate yourself to our fair lady? Then I will make a few needs. There is nothing to say except you should be... Okay, hab's gerade gelesen, die Abkürzung ist nicht da, sondern ist anscheinend irgendwo anders. Und dann ist es ja eigentlich ganz gut, wenn ich schon mal das hier gemacht habe. Denn, ja, Shortcuts kann man immer gebrauchen. Aber so richtig was mit denen hier anfangen, werde ich dann wohl erst in eine Weile können. Auf jeden Fall habe ich meine schöne ganze Humanity gewastet. Und jetzt ist die Frage, wie wir jetzt weitermachen. Ehrlich gesagt, würde ich gerne hier unten weitergehen, weil ich habe einfach nicht so richtig die Lust, nach Blighttown zurückzukehren und wieder hochzugehen. Also, ich weiß zwar nicht, ob man von hier unten jemals wieder einen Shortcut hochkriegt. Allerdings, wenn ich jetzt hier jetzt weitergehe und es nicht so den Anschein hat, als ist die Area viel zu OP, dann würde ich gerne einfach mal hier weitergehen. Was ist denn noch ein Bonfire? Okay, also wenn man die unsichtbare Wand nicht gefunden hat, dann hat man hier trotzdem noch ein Bonfire. Ah! Eventuell ist da unten dieses Shortcut. Weil es soll vor einer Nebelwand sein. Auf jeden Fall alles unterrührt hier gerade. Ich glaube, das ist bestimmt ein Boss da hinten und das ist die dazugehörige Nebelwand. So, ich kann die hier angreifen, aber die geben jetzt nicht so mega viele Seelen und weiß ich gar nicht, ob ich finde, dass ich es lohne. Okay. Die da sind allerdings bösartig. Guck noch mal, was der macht. Das hat mir sehr gefallen. Also um dieser loszuwerden, ist das ehrlich gesagt ziemlich nice. Weil das da bleibt und dann laufen die rein. Okay, ich glaube, der war nicht
gefährlich eigentlich. Okay. Ich wollte gerade schon wissen, was ist denn eigentlich hier unten überhaupt los? Ja, da ist einfach Lava und da hinten ist eine Armee an Gegnern. Ist das der Baum, den man sehen kann? Also, kann eigentlich nicht sein, weil Schandstadt liegt ja da hinten. Also auf der anderen Seite von Schandstadt war ja so ein Baum. Okay. Also hier ist Ende Gelände, würde ich behaupten. Weiß nicht, ob Lava One-Hit ist, aber muss ich, glaube ich, nicht die Erfahrung machen, das rauszufinden. Dann bleibt eigentlich nur der Weg nach oben. Ehrlich gesagt bin ich jetzt ein klein wenig enttäuscht, weil wir hatten jetzt, Schandstadt war so ein großes, schweres, langes Gebiet. Danach kam Quilak und direkt hinter Quilak ist gleich sofort die nächste Boss-Tür. Mit dem nächsten Gegner. Da hätte ich mir ehrlich gesagt gewünscht, dass es erstmal noch ein cooles Gebiet gibt hier. Das Outpost. Ja, da ist die Boss-Tür. Ich sage jetzt mal Folgendes. Wenn der schwer ist, ich habe weder Seelen noch Menschlichkeit, also was habe ich zu verlieren? Der Kampf geht nicht instant los. Eventuell ist es so gedacht, weil man eben erstmal woanders hingehen soll, dass der Gegner jetzt ultra schwer ist und man den aktuell noch gar nicht schaffen kann. Ist das? Ich bin echt gerade mega verwirrt. Und jetzt bin ich mega erschrocken. Was ist denn das überhaupt? Ich sehe es direkt vor mir und ich weiß immer noch nicht, was es ist. Warte mal, wenn der... Wenn der mich nicht angreift.
Soll ich denn dann überhaupt Akku machen? Der ist nicht mal böse. Noch nicht. Aber ich fürchte, sobald ich das mache, hast du mich. Okay, das können wir nicht abhören. Muss man aber auch nicht. Haben wir nicht schon wieder 11 Estes Glas gehabt? Das ist so ein bisschen Hydra-like. Okay, das war heftig. Oh, ich fürchte. Ich fürchte, dass genau wie bei der Rückmauer schlecht weg, weit weg zu sein kann. Ja. Weil der nur den Angriff jetzt macht. Allerdings, ich könnte theoretisch einfach. Facetime. Ach so. Und jetzt häng ich total fest. Wenn das da was kommt, ist, dann bin ich enttäuscht. Die Kurse werden ja immer schlechter. Ist das dein Ernst? Was passiert jetzt? Die Lava verschwindet. Ach so. Ja, aber warum wäre es so kack einfach, bitte? Er hat doch nicht mal Doppelmenschlichkeit gegeben, so leicht war der. Hä? Was? Ein Jump, oder? Ist meine Hellebarde so overpowered? Nimmt der normalerweise gar keinen Schaden. Ich habe Equip bekommen. Das hier. Von der Hexe Quelana von Isalit. Urmutter der Pyramontie und Tochter des Chaos. Ist das Quilaks Motto oder? Sehr gute Resistenz gegen Feuer, Gift und anderen. Ja, aber ich bin durchs Giftgebiet durch. Für Feuer kann man das tatsächlich mal machen. Allerdings habe ich mit dem Steinhelm eigentlich fast schon was Besseres. Wo habe ich denn das hier? Okay, ich glaube, ich habe den Boss gecheesen, weil ich eine sehr hohe Feuerabwehr hatte schon. Und weil der Halbwert wahrscheinlich stärker war, als man Spielern zu diesem Zeitpunkt zugetraut hat.
Mein Schaden war jetzt ziemlich epic, aber es hat halt ausgereicht. Okay. Zu dem Baum kommt man so oder so nicht hin. Lass mich mal noch schauen. Komm ich nicht mehr hoch, oder was? Also ich kann da nach hinten hin. Ich glaube, da ist der Ort, wo es weitergehen würde. Trotzdem gehe ich mal hier lang. Und guck. Hä, warte mal. Ist das nicht... Das ist doch ein Bus? Das ist doch der Taurus-Dämon. Cool, dass wir jetzt eine Revanche gegen den haben. Boah, Alter. Stamina verbraucht noch sonst was. Okay, man sollte den lieber ausweichen. Dass meine Hellebarde genau durch seine Scheiß. Beine durchgeht, das ist doch nicht euer Scheiß ernst. Nee, ich kann ihn nicht treffen. Den ersten Bus immer noch zu struggle. Obwohl ich so eine Ultra-OP-Waffe habe, scheinbar die Busse schießt. Die standen vorher in Lava, also Pyromantie ist, glaube ich, nicht hilfreich gegen die. Ich könnte jedoch mal... Ah ne, dann kann ich die Rüstung nicht mehr tragen. Der Wolfsring wäre halt ultra nice. Wenn ich nicht volle Stamina habe, bin ich fett aufs Maul. Ah, der macht halt keine Combo-Angriffe. Okay, muss ich noch besser haben. 1200 ist aber eine angemessene. Ja, wobei weniger als ich von den. Witzig, sobald ich den Bogen equipped hatte, kam der. Stellt euch vor, wir machen die alle auf einmal. Ich sollte, glaube ich, eher auf Dodgen gehen und dann beidhändig ab und den Adium.
meine Angriffe sind so... Ungefährlich, dass ich Probleme damit habe, weil ich zu weit weg bin. Seht ihr? Die reagieren da drauf. Nicht gut, ehrlich gesagt, mit weithändig. Okay, jetzt richtig rein und... So. Können wir hier auch was droppen? Ah, jetzt kommen wir zwei, ja? Da konnte ich auch nichts dran. Huch! Kommen nicht zwei. Der eine hat sich auch nicht so gut. Aber sie waren gezuckt. Aber hinter den kommen, ist gar nicht so einfach. Um nicht zu sagen, unmöglich. Ach du Scheiße. Oh, und auf einmal sind wir so weit nach vorne. Wie strange. Ja, irgendwie anders. Aber ich kann ihn noch mit einem Hit killen, deswegen muss ich einfach nur rein. Meint ihr die respawnen? Ich würde sagen, ja. Weil ich mir irgendwie... Die sind ja sowieso irgendwie abseits. Ist. Da ist eine Glut. Aber in der Lava.
And here is nothing. Okay. Oh, ich weiß nicht, hätte ich ein paar Estusflos übrig und nicht so viele Seelen und so wenig HP, würde ich sagen, ich gehe mal in die Lava rein, aber... Ich weiß halt auch nicht, wie schnell man da verreckt, ob das Instant Kill ist. Also wie das da. Und was haben wir hier? Ist das da hinten der Ziegendämon? Ich glaube ja. Okay, aber ich kann ja erstmal zum Bonfire. Und dann hole ich mir meine Estusflos zurück. Ich hätte tatsächlich gern noch einen Punkt in Kondition. In der Hoffnung. Den Steinhelm ausrüsten kann? Nee. Ich bräuchte noch einen Punkt. Ergo. Nutze ich mal 2000. Echt nicht ganz. So. Habe ich mir jetzt noch einen Gegner draußen besiegt und jetzt kann ich Konditionen auf 22 machen. Und jetzt habe ich meine Geschwindigkeit dabei erhalten, weil ich ganz knapp über den Limit bin. Und ich bin zu dem Bonfire hier gegangen, weil hier kriege ich aus irgendeinem Grund 10 Estus Flasks. Vielleicht, weil ich in den Covenant bin. Und was macht denn der Chaossturm? Errichtet örtliche Chaosfeuerpfeiler. Braucht aber auch wieder 2 Slots. Nicht ganz sicher, ob sich das... ob es das wert ist. Aber ich glaube, gerade in dem Gebiet hat man sowieso... Oh my fucking God! Und ob es das wert ist? Holy fucking... 3? Ladung 20. Habe ich 17 Stück verbraucht auf einmal. Jetzt habe ich aber auch nichts mehr zu verlieren. Deswegen gehe ich mal kurz Lava baden. Okay, man verreckt quasi instant. Also nicht wirklich instant, aber der Schaden ist sowas von riesig, dass man schon fast instant sagen kann. So. Seele Krieger. Der ist einfacher als die Taurose. Gibt auch nur 800 deswegen.
So, da hinten noch was? Aber es ist ein sehr interessantes Gebiet. Freut mich, dass es da so. Es gehört zwar direkt zu Beginn im Boss, aber es freut mich, dass es nach dem Boss jetzt einfach doch noch ein Gebiet gibt. Und das Gebiet quasi erst nach dem Boss anfängt. Der Boss war zwar jetzt kaum der Rede wert, aber trotzdem cool, dass es ihn gab. Weg. Da sind weitere von den Körper Demons. Oh. Cheese Time. Wobei das ganz schön lang dauert. Das sind zwei, also lohnt sich mal den einen erstmal wegzumachen. Der andere nimmt weniger Damage, was ist mit dem los? Ich glaube, ich bin immer noch schlecht gegen den. Aber wenige Hits und sie sind tot. Ihr wisst, wie es läuft. Ach nee, wisst ihr was? Ist mir zu lame. Der Zeiger hat sich gezuckt. Aber hat keine Lust zu helfen. Ist er als nächstes dran? Wieder auf? Kommt, ich nehme euch beide gleichzeitig. Nee, du bist feige? Okay. Oh! Das war mies. Und er macht es einfach direkt nochmal. Was habe ich davon, dass ich so angebe? Den hier wieder als deine. Kann ich Peace tanken? Dann kommt der 800. Oh. Da ist eine Nebelwand und die ist gelb. In die Eier, ne? Das hat dir nicht gut gefallen. Na gut. Wie sieht's aus? Wo geht's hier lang? Da hinten ist noch ein Taurus-Demon. Auf dem Weg ist irgendwas anderes. Und da ist was ganz anderes. Bin irgendwie sehr gespannt. Was zum Teufel? Ist das so ein Dune-Gegner?
Irgendwie ist mein Helbert, glaube ich, ein bisschen stark. Ich glaube, das soll alles gar nicht so glimpflich ablaufen. Und hier ist einfach mal ein Zentimeter. Okay. Ja, ich will es nur mal wissen. Das ist erstaunlich gut dafür, dass... Bin. Da ist ein Bonfire unterwegs. Wie viele Bonfires spammen sie einen denn jetzt noch zu? Moment, wenn er das macht? Wie habe ich da jetzt keinen Damage genommen? Okay, das ist eigentlich Nahkampf kaum zu erwischen, finde ich. Meine Feuerbälle reißen. Also ich muss einen oder so mit und Tatsache, das hat die dann alle aufgebraucht. Den Angriff einfach provozieren. Er gibt nur 900. Noch ein Bonfeuer. Kriegerseele. Kommt man da runter, oder? Glaube ich irgendwie nicht. Ich raste hier mal. Absichtlich, weil ich wissen möchte, ob die... Sieben Dämonen auch nicht wie Spawn. Ja, tut's auf jeden Fall. Die Ziegen wie Spawn. Okay, das ist schon mal interessant. Ich hab hinter mir was gehört.
mit den Zentibilder erschienen, okay. Ja, da oben, ja, da. Oder? Ich treffe ihn jetzt nicht gut. Oh, er hat Dämonen-Großaxt gedroppt. 114 benötigt 46 Stärke. Von einem niederen Taurus-Dämonen geführt. Die Axt verfügt nicht über Spezialkräfte, aber wer ausreichend Stärke besitzt, kann die Feinde damit zu Brei verurteilen. Oh. Sieht cool aus. Hä? Das ist eine andere Riesenkeule. Die hat nur B, aber dafür mehr Base. Und braucht noch mehr Stärke. Peitsche habe ich auch noch nicht angeschaut. B, Gewandtheit, Scaling. Nicht für den Kampf gedacht. Fast ohne Wirkung auf Rüstung. Aber dafür mit nackten Gegnern sehr gut. Da sind mehr Taurus. Ich habe ja meine Feuerspells wieder. Ja, aber das ist ein anderer Angriff. Den ich eventuell mehr gegensetzen kann. Für einen Pommer ist der einfacher. Muss aber auch sein, weil der war lächerlich unfair von der Seite. Deswegen gab es da auch ein Bonfire dafür. Aber mehr als ein Angriff will nicht gehen. Ach du Scheiße! Er frisst mich! Hilfe! Das tut weh! Kann ich entkommen? Das ist nicht der K.O.? Nö. War nicht mal so viel Schaden insgesamt. Aber sah geil aus. Also cool, dass es passiert ist. Ja, komm jetzt nochmal auf und lass dich tun. Das hat auch wieder meine Armor sehr. Okay, weißt du was? Komm, ja. Das will noch. Grüne Scherbe. Das sind solche wieder. Können sie doch nicht drehen und nachnehmen. Also die sind leicht, die sind vorder, wenn man so will. Hier ist wirklich so eine heftige Nebelwand. Das ist garantiert ein Boss.
Und ich glaube, hier könnte dann diese Abkürzung sein, von der ich die ganze Zeit gesprochen habe. Aber sonst nur eher schwache Vorstellung. Dritte Seele? Nee. Da führt doch nichts irgendwo hin. Ja, puh. Ich würde sagen, die Folge ist ewig lang. Ich hatte halt einfach irgendwie Lust weiterzumachen, aber wobei? Ich glaube, da hinten ist Sackgasse. Dann erkunden wir die noch. Aber durch die Nebelwand gehen wir heute nicht mehr durch. Schon wieder? Den Kills packen kann, dann weiß ich es echt nicht mehr. Aber ich weiß, was sie mit dem da bezwecken und das gefällt mir nicht. Wenn ich nämlich falsch trifft, fliege ich runter. Und wenn ich ihn richtig treffe, ist er tot, bevor er was machen kann. So. Wenn ich es richtig sehe, ist er... Okay. Das war eine nette Überraschung. Witzig wie ich da gar keinen Schaden mehr nehme. Gemein, also. Mit der Hellebarde ist hier perfekt eigentlich. Gut und wann. Das war der letzte Hit, deswegen habe ich einfach nur ohne Mann gemacht. Meint ihr, es kommt noch einer? Ach die Scheiße! Das heißt ja einer, da kamen vier. Aber... Haben die erwartet, dass ich hinter denen komme? Ich glaube nicht. Und der kann... Waffen zerbrochen? Super.
Na, Bögen? Nee. Hä? Hä, was ist zerbrochen? Oh, nix. Die Pyro... ist die Pyromantieflamme zerbrochen? Die ist kaputt, ja. Das wusste ich gar nicht, dass die Schaden nimmt durch... Das trifft mich leider drauf. Ich kann aber noch... Borsten, aber mit weniger Schaden. Oh Mann, wie mache ich denn das jetzt noch? Ich würde das Item gerne haben. Soll ich es mit Pfeilen schießen? Mit Gift vielleicht? Er ist vergiftet. Okay, dann mache ich die mit Gift alle. Scherbe gegeben, was eigentlich Beweis dafür ist, dass die besondere waren. Und da ist Flammenglut. Da kann man bestimmt Waffen zu Feuerwaffen machen. Ich glaube, sonst ist hier aber nichts. Und das heißt, ihr wisst, womit es wohl im nächsten Part weitergeht. Das war eine lange Folge. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen da und eure Seele. Guck mal, 17.000 habe ich. Wenn ihr mir noch eure geben würdet, dann hätte ich 17.940. Wäre das nicht eine viel schönere Zahl? Bin ich jedenfalls der Meinung. Und wenn ihr das auch so seht, gerne machen. Ich gehe jetzt zurück zum Bonfire und das kann ich ja offscreen machen. Das heißt, ich verabschiede mich schon mal. Bis zum nächsten Mal und tschüss.